Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy. Wir sind bei Stage 18 in Rapture. Ne, Meat Boy, ich habe diesen Hurensohn. Oh Gott! Erstmal gucken, wo ich hin muss. Den Hurensohn von diesem anderen Wichser immer noch nicht freigeschaltet. Ich habe das letzte Mal nicht mehr geschafft. Ich bin voll ausgerastet. Und wir sind Genau, nicht noch alleine. da. Ja. Ich krieg diese Hurensohn-Dings nicht, ne? Ich Ja, fick dich doch. Er kann nichts sehen. sehe übrigens nichts. Ja. Also ich kann nur erschätzen, was er gerade tut. Das reicht doch. Okay, warte, wir gucken Okay. uns jetzt erstmal diese Schussfrequenz an. Wo schießt er überall hin? Okay. Dahin, dahin und dahin. Ich kann mich da aufhalten? Nein, kann ich nicht. Na super. Danke. Nein, du musst erst darüber, dann musst du da kurz warten, dann musst du dahin und dann schnell vorbei und dann halt dahin. Ja, muss ich leider wirklich. Ja. Das ist ja das Schlimme daran. Ja, deswegen trifft so ein Spruch immer. All das ist behindert. All das ist behindert, ey. Das schaffe ich heute nicht mehr. Also jetzt mal wirklich, das schaffe ich heute nicht mehr. Naja. Doch. Das ist. Ich glaube Okay, an dich. hab's. Was sag ich doch? Ich glaube aber eher, das war ein Versehen, dass ich das so schaffe. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Weiß ich Geschafft leider mit nicht. Grade A. Oh, Das war das Digga. einfachste Level seit langem. Irgendwie variiert die Schwierigkeit bei denen. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Ich hasse dieses Level. Oh, bin tot. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Dann sind wir ja wenigstens schon mal einer. Immerhin. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie nervig das gerade eben war, meine Facebook-Sachen zu aktualisieren, ey. Ziemlich. So, vor allen Dingen mit deinem Internet. Schlimm, ey. Alter! Moment. Nachdem ich an dich Geschafft. glaube und ich eine Persönlichkeitsstörung und mehrere Persönlichkeiten habe, glauben jetzt in etwa 2, 3, 4, 5 Leute an dich. Das musst du doch aufbauen. Du, das hab's und dass du es geschafft. gerade geschafft hast. Tut es ja auch. Oh Gott, nein. Ich hasse diese Bimbos. Ich hasse diese Bimbos echt so extrem, ne? Das kannst du dir gar nicht Welche vorstellen. Bimbos? Ach, diese Sind das so Bimbos, schwarz in diesem Spiel? die ganze Zeit in der Nähe sind leider nicht schwarz. Dann könnte ich sie wenigstens hassen. Nein! So rassistisch bin ich nicht. Nein. Das ist eigentlich nur mein Einfluss. Mein Humor färbt auf ihn ab. So wie die Schwarzen. Was? Alter, so rassistisch bin ich eigentlich gar nicht. Oh Gott, ich bin echt ansteckend. Ja, bist du. Ich muss versuchen, diese Bimbos hier irgendwie wegzukriegen. Bimbos ist übrigens für mich keine Beleidigung gegen einen Schwarzen, sondern eine Beleidigung gegen einfach einen Menschen. Das hat nichts mit den Schwarzen zu tun, okay? Mal um politisch korrekt hier zu wirken. Nur wenn man einen Schwarzen als Mob bezeichnet, dann ist es eine Verdammt. rassistische Beleidigung. Ja, genau, dann wäre es eine rassistische Beleidigung, weil man dann den Schwarzen beleidigt hat. Wobei es eine Beleidigung ist, einen Schwarzen nicht zu beleidigen. Oder besser gesagt, keine Witze über einen Schwarzen zu machen, weil man ihn Es ist dabei. eine Beleidigung, wenn man keine Witze über einen Schwarzen macht, weil er schwarz ist. Genau. Das ist Rassismus. Ach, wieso habe ich den jetzt schon wieder abgehängt, den Hurensohn? Übrigens, ein Hurensohn ist auch keine Beleidigung gegen einen Hurensohn, sondern eine Beleidigung gegen einen Menschen. Hurensöhne können ja meistens nichts dafür. Und die Mütter auch nicht. Doch die Mütter Meistens. meistens schon. Die können dazu, Okay. dass ihr Sohn ein Hurensohn ist. Ja, sie sind Huren. Du meinst, die können meistens nichts dazu, dass sie Huren sind.
Ja. Das stimmt schon anders. Genau, deswegen meinte ich auch, dass sie jetzt nicht wirklich was dafür können, weil ich meine, vielleicht müssen sie durch eine finanzielle Notsituation dazu gezwungen. Ja. Trainieren über politische Themen. Okay, das hat nichts mit Politik zu tun, aber egal. Gott, ich bin gestorben. Also Grade A kann ich jetzt schon mal vergessen. Scheiß auf Grade A. Oh, was? Ich hasse Tastatur übrigens. Ich brauche ganz dringend eine neue Tastatur. Okay. Du brauchst keine gerade A. Digga, ich habe momentan eine 20-Euro-Tastatur. Die reicht auch eine schiefe A. Wieso eigentlich? Weil ich über meine andere Tastatur Apfelsaft gekippt habe. Apfelsaft oder... Apfelsaft. Okay. Also Freddy und meinen Apfelsaft, nicht Apfelsaft, Apfelsaft. Okay, dann weiß ich welchen Apfelsaft. Ja, und jeder andere auch. Ja, wieso siehst du das nochmal? Weil ich kann. Oh, okay. Okay, das kann ich nachvollziehen. Wieso haben wir nochmal Epilepsie-Warnung rausgehauen? Wegen... bei Hexagon? Ja, wieso haben wir das nochmal gemacht? Weil wir es können. Ja, stimmt, ja. Ja, du hast recht. Gemusst hätten wir das nicht. Ja. Na doch, nee, weiß nicht. Weiß man nicht. Eigentlich muss man Epileptiker darauf tatsächlich aufmerksam machen. Sonst können die einen verklagen. Das Spiel hat auch keine Epilepsie-Warnung rausgegeben, also war es nicht epilepsiegefährdend. Oh. Das ist ein Argument. Ja, damit ist das Spiel verantwortlich. Verdammt. Was? Ich hasse dieses Spiel so maßlos. Ja, ich auch. Ich soll's mal wieder weiterspielen und noch mehr hassen. Ja, ich habe übrigens schon in einem der letzten Parts angekündigt, dass du es weiterspielen wirst. Oh, also ja. Für Leute, die mir treu zuschauen, Jörg, schöne Grüße. Nein, Jörg schaut momentan nicht. Der Assi hasst mich momentan. Warum? Weiß ich nicht, weil er arbeiten muss. Und ich jetzt gerade Urlaub habe. Ich würde mich auch hassen. Na ja, gut. Dann kann man das schon nachvollziehen, ja. Nein! Also doch, man kann es nachvollziehen. Was ist gerade passiert? Ich bin gestorben. Wonach hat sich denn angehört? Ich weiß nicht, das könnte man jetzt mehrdeutig deuten. Ich hasse dieses Spiel so maßlos. Ich habe schon mal mehr Level geschafft als den letzten Part. Das ist doch schon mal, das ist schon mal ein Fortschritt, ja. Nee, gar nicht wahr. Oh, Rainbow Dash spielt Garry's Mod. Letzten Part habe ich eigentlich, glaube ich, auch relativ viel geschafft. Zwei Level? Nee. In meinem letzten Part glaube ich nicht. Ja, in meinem Part davor habe ich nur ein Level geschafft, aber da habe ich auch über Werbung und sowas geredet. Oh. Da hast du zu Cry of 4, nein. Was? Ich wollte gerade auf Cry of 4 ansprechen. Wieso nicht? Einfach nein. Ah, ich kann mich nicht konzentrieren. Bei dieser riesigen großen Membran in meiner Fresse. Hab mir überlegt, ob ich mir dem nächsten rote Mikrofon holen soll. Hol dir halt gleich ein brauner. Nein. 2000. Einfach nein. Ne, ich habe überlegt, ob ich mir ein kleines rote Mikrofon holen soll. Einfach nur so zum Spaß. Ja, klar. Wenn ich Geld über hätte, ich würde das sofort machen, Alter. Stellst du ein Mic auf die linke Seite, eins auf die rechte und dann hast du sogar Stereo-Effekte beim Let's Play. Ja, das funktioniert aber nur theoretisch. Schade. Ich glaube nicht, dass Fropois in der Lage ist, Stereo zu verstehen. Und ich habe keine Lust, mit Order City aufzunehmen. Okay, kann ich verstehen. Aber PewDiePie macht das auch. Gronkh macht das auch. Oh. Sarazar macht das auch. Oh. Das macht ihn jetzt trotzdem nicht toll. Das lässt ihn immer noch scheiße sein. Ja, okay, das ist ein Argument. Ja! Ja, ja, ja. Geschafft. Bitte nicht laut ins Mikrofon kommen. Wieder eine gerade. Oh, ich bin so gut. Boss. Boss. Boss? Ich hab noch 7 Minuten Zeit und ich bin beim Boss. Oh. Nice. Larry's Lemmet? Larry's was? Larry's Lemmet. Das ist eine Anspielung auf Larry. Nein, das war was anderes. Ich hab keine Ahnung, wie man diesen Boss besiegt. Essen. Nein, ich denke nicht, es ist ein Wurm. Essen. Ja, doch, essen. Definitiv.
Dinger schmecken gut. Was? Hab ich gehört. Würmer? Ja, hab ich gehört. Ah, okay, ich verstehe, wie man ihn besiegen kann. Danke ich doch. Verdammt. Dann muss ich mich hier irgendwo hinstellen. Aua, okay, dann bin ich tot. Wie geht das jetzt? Ihm ausweichen, dann muss ich mich hier hinstellen. Ja, dann wird er zerstückelt. Okay, hab's verstanden. Ich denke übrigens gerade eine Energy an die Leute, die sich fragen. Oh, ja, was für einen trinkst du? Ein billiger Energy, oder? Nee, ein Rockstar Punch. Eee, Rockstar. Rockstar Punch schmeckt geil. Ich hätte gerade so richtig Bock auf ein Monster. Monster ist schon auch geil, aber ich merke von dem ein bisschen abgetrunken. Monster Grün finde ich richtig gut. Monster Grün finde ich Zahnpasta. Achso, okay. Muss ich ehrlich zugeben. Habe ich auch mal gemocht, aber dann das ist es so Zahnpasta. Wow, es hat Zahnpasta. Wow, such a taste, much Zahnpasta. Wieso springt er jetzt nicht mehr, der Hurensohn? Aus Prinzip. Er möchte nicht. Was? So ein Wichser. Hat er dich gerade geschlagen? Nein, er ist über mich drüber, durch mich durchgefahren. Oh. Okay, merke, das kann er auch. Er macht 3 verschiedene Angriffe. Beziehungsweise 4, aber ich werte 3. Er macht einen Sprungangriff. Dann so einen Madenangriff. Ja. Das waren 2. Und dann so ein, ja, dass er auf dem Boden rumcrawlt, Angriff. Auf dem Boden rumcrawlt? Ja, dann schießt er halt so durch den Boden durch. Das ist so ein bisschen nervig. Okay, ich glaube, das muss ich mir mal angucken. Ich stelle mir jetzt nämlich gerade wahrscheinlich komischer vor, als es ist. Ja, wahrscheinlich. Er fährt dann einfach so auf dem Boden rum. Wie so ein Arschloch. Er fährt auf dem Boden rum. Ja, er wurmt da halt so auf dem Boden rum. Okay, ich stelle mir das gerade echt ziemlich komisch vor. So, einmal. Verdammt. Okay, der Boss ist echt nicht einfach. Okay, es sind 3 Würmer, man muss 3 Würmer besiegen. Ich muss dich dabei jetzt mal fragen, wie kann es sein, dass du dabei so ruhig bleibst? Es ist nicht so schwer. Also es ist eigentlich eher nervig als schwer. Okay. Gott. Naja, aber auch bei nervig raste ich aus. Ich nicht. Hacker. Ja, und dann spawnt er unter mir, so eine Hure. Jetzt raste ich aus. Ja, ich hab's gehört. Es sind einfach 3 Würmer, okay. Jetzt sind es 2 Würmer. Von denen ich noch nicht weiß, wie man sie besiegt. Gar nicht. Ah, okay, den kann man wieder durchspringen besiegen und der eine schießt nach so Maden. Ich hasse so eine Spiele. Wieso spiele ich die nochmal? Frag ich mich auch. Frag ich mich jedes Mal wieder, wenn ich spiele. Komm, du kommst jetzt mal hier hin und ich gehe da hin. Okay, dann macht halt einfach wieder nichts. Fuck. Was? Ich will auch sehen. Ich hasse diese Wichser. Man spielt's halt. Nein, ich mache jetzt nicht ein Let's Play von Super Meat Boy, während du ein Let's Play von Super Meat Boy machst. Warum eigentlich nicht? Da hätten wir gleichzeitig anfangen müssen, das wäre cooler gewesen. Klar wäre das cooler gewesen. Was? Klar wäre das cooler gewesen. Alter. Also mittendrin kommt das komisch. Ich gerade Lack, ey. Ja, jetzt bin ich tot, scheiße. Oh. Schade. Lack hat wohl nicht besonders lange angehalten. Es ist halt nervig, diese 3 Würmer zu ficken, ne? Also einen kriege ich noch hin. Den zweiten weiß ich schon nicht mehr wie. Weil er einfach so nervig ist. Ich stell mir unter Würmer ficken gerade was anderes vor.
I. Und das sieht komisch aus. Sehr komisch. Warum stellst du es dir dann vor? Bitte lass das. Ich kann nicht. Ich kann nicht anders. Ich muss mir Sachen vorstellen. Ja! Ist er tot? Immerhin. So, dann lasse ich den mal hier spawnen. Stell mich dann. Ja, danke, da muss ich springen. Ich vergesse immer über die Maden rüber zu springen, weil ich den nicht kenne. Ist ja madig. Ja. Wow, such mate. Ja, durchspringen geht schon mal nicht. Such choke, much fun. Wow. Erster. Weiter? Nein. Ah. Oh Gott! Ja. Weiter? Nee, bin wieder beim ersten. Oh. Bin gestorben. Schade. Das ist doof. Die graben sich halt so aus der Erde aus und dann töten sie mich. Erster. So, bleiben wir mal hier stehen, ne? Hier. Verdammt, ich vergesse jedes Mal über die Maden rüber zu springen. So, erster. Wirklich scheiße aus ihm raus. Erster weg. Ich muss ungefähr hier weiter stehen. Okay, das war. Naja, das war ein falscher Angriff. So, ungefähr hier. So, erster. Dann muss ich ungefähr hier stehen. Falscher Angriff. Falscher Angriff. Das ist der Timer gerade. Ja, ich dachte. Zweiter, ich überziehe jetzt. Okay. Ich hab gerade zwei. Du schaffst das. Nein! Okay, das war's mit diesem Part. Schade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute, und tschüss. Haut rein, tschüss.